Das hat mich jetzt gerade angekickst. Dass sie es geschafft haben, sich so sehr an der Tür zu verkeilen. Ach, ganz ehrlich. Farbkugel braucht man keine. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. So, jetzt sind wir im untersten Geschoss. Wenn das euer Wunsch ist. Ich bin gespannt, welchen Grund ihr für eure Anwesenheit vorbringen könnt. Nun, eigentlich kein. Ich hoffe, die ist doch kein Problem, oder? Wir wollen Eisen kaufen. Wir wollen mit dem Herrn der Mine sprechen. Davaron mag keinen unangemeldeten Besuch. Worum geht es diesmal? Das wird kein schneller Tod. Der war etwas stärker. Ja? Ja, mein Schatz. Aber natürlich. Schätzchen. Ist meine Heimat sehr ähnlich. Aber in dieser Heimat bin ich nicht willkommen. Ja, ich wusste doch, dass es hier eine Geheimtür gibt. Diese Weltverbesserer kotzen mich an. Wie kann ihr braucht, nur zu fragen. Gut. Mit Vergnügen. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Hier haben wir jetzt das ultimative Hauptproblem. Davaron, der vor Fallen geschützt ist. Worum geht es dir? Ja? Für euch tun mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Fress brennenden! Oder vielleicht frostigen Tod! Worum geht es dir, was ihr wünscht? Wenn das euer Wunsch ist. Und ja, ein Schlachtenschreck. Schlachtenschrecke sind nicht gerade nett. Aha. Sind, glaube ich, auch Magie-immun. Unbändige Woge, doppelt gezaubert. Okay. Ja, mein Schatz. Schlachtenschreck. Für euch tue ich, wenn das euer Wunsch ist. Ich bin verletzt. Falle. Falle nicht gut. Aber natürlich, Schätzchen. Noch ein Schlachtenschreck. Sicher. Okay, Schlachtenschreck sind nicht immun gegen Zauber. Aha. Das ist echt ein Scherz jetzt gerade mit der Scheißfalle. Wie kann ich ihr braucht, nur zu fragen. Für euch tue ich alles, wenn das euer Wunsch ist. Worum, wie ihr wünscht. Ich fühle mich so sinnlich. Warum seid ihr gekommen? Nein, ich will erstmal laden. Mit Vergnügen. Die stoischen Abenteurer haben also den Weg hier runter.
Wunder in meiner Höhle gefunden. Warum seid ihr gekommen? Wollt ihr meine Reichtümer rauben oder wollt ihr mich für meine Beleidigung eures Ehrgefühls strafen? Das macht keinen Unterschied. Denn das eine wie das andere wird euch nicht gelingen. Ehe ich mich eurer in besonders grausamer Weise entledige, sollt ihr wenigstens erfahren, wem ihr euer schreckliches Ende zu verdanken habt. Man nennt mich Daveron. Die Höflichkeit würde es gebieten, dass ich euch nach eurem Namen fragte. Doch da ihr praktisch schon tot seid, will ich ausnahmsweise einmal auf Etikette keinen Wert legen. Falle zu geschnappt. Wie kann ich helfen? Nochmal, ich will nicht diese Falle auslösen. Aha. Ja, mein Schatz. Bleiben wir einfach mal hier stehen und warten, ob wir die Falle so entdecken können. Aber natürlich. Das ist echt komisch. Die Falle ist direkt vor mir. Wenn das euer Wunsch ist. Aha. Ja, mein Schatz. Wenn das euer Wunsch ist. Haben wir irgendeinen Trank? Das ist Weisheit und verwundbar, Magieabwehrtrank. Schöpferkraft. Ist Intelligenz, Konzentrationskraft, ist Geschicklichkeit. Trank der Lebenskraft, Magie wie Wendigkeit, Explosionstrank, Feuerodem, Wahrnehmungstrank. So. Und auf einmal löse ich diese Falle wieder aus. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich worum wie ihr wünscht? Also ich sag's ungern, aber Daveron geht einem echt auf die Nerven. Und Dorn übernehmen ist auch keine gute Sache. Ja, mein mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Also fangen wir mal mit dem Buffen an. So. Aha. Nera Chaos-Schild. Stärkung. Und Stärkung. Und dann noch Furchtbann. Wie ihr wünscht. Also wir einfach gegen in die Falle tappen. Fress brennenden! Oder vielleicht wie kann ich helfen? Tod! Das wird kein Schneller tot. Ihr braucht nur zu sagen.
Worum haben wir noch was? Ach ja, wir hätten noch magische Geschosse. Ja. Ihr habt der Organisation, die als Eisenthron bekannt ist, großen Schaden zugefügt. Eine Niederlage, die mit Sicherheit nicht ungerecht bleiben wird. Nun müsst ihr in die große Stadt namens Baldur's Tor reisen. Dort werdet ihr bestimmt erfahren, was wirklich hinter den seltsamen Ereignissen, die die Bewohner der Schwertküste quälen, steckt. So, Erfahrungspunkte. Hat das ein Level abgebracht bei jemandem? Nö. Und wir sind in Kapitel 5 angekommen. Wie kann ich helfen? So, gucken wir mal. Böse Erzmagierrobe. Robe des Reisenden. Kann nicht getragen werden von chaotisch gut, neutral gut, bla bla bla. Schade. Jede Menge Schriftrollen hier. Oh, Rüstungsklasse 6. Wie praktisch. Schuss von Versteinerung nochmal eins. So, was haben wir hier? Davaron, ich habe eure Anfrage nach zusätzlichen Sklaven erhalten. Sie werden euch so schnell wie möglich zugesandt. Die Dinge im Baldur's Tor stehen gut. Wir haben eines der ihnen Grundstücke im Westen erworben, das wir als Basislage für unsere Operation benutzen. Es handelt sich um ein sehr altes Gebäude, das höchstwahrscheinlich schon vor dem Bau der zweiten Mauer errichtet wurde. Durch seine Bauweise lässt es sich leicht vor dem Eindringen von Diem schützen. Denkt dran, jetzt liegt zu fragen, ob ihm seine neue Behausung gefällt. Rielta, Alturiak 1365. Davaron, wie ihr wahrscheinlich gehört habt, zeigt das Eisengift in der Küstengegend bereits Wirkung. Da die meisten Eisenimporte von Tatzok aufgehalten werden, kommt nur der Großteil aus der verseuchten Eisenquelle in Nashkel. Der Aufstand der Siphilisianer in Armen hat dafür gesorgt, dass keine Truppen aus dieser Nation etwas gegen unsere Söldnereinheiten unternehmen können. Jedoch wurden einige der Söldner der Schwarzen Keim von der flammenden Faust gefangen genommen. Alle Gefangenen haben behauptet, mit den Zintarin verbündet zu sein und damit jeglichen Verdacht vom Eisenthron abgelenkt. Ich habe Tranzig ausgesandt, den Söldnern dabei zu helfen, das Eisen zu eurer Basis im Mantelwald zu schaffen. Er hat einige Packtaschen mitgebracht, sodass er alleine zum Mantelwald reisen kann und somit die Gefahr verringert, dass euer Stützpunkt von Speeren der flammenden Faust entdeckt wird. Rielta, Tatzak 1368. So, und dann haben wir hier. Davaron, unsere Pläne laufen gut. Saverok ist von unserem Hauptquartier in Ordolin zurückgekehrt. Er bringt Neuigkeiten von unserem Vorgesetzten, die mit unseren Fortschritten soweit zufrieden sind. Ich habe vor, Saverok zum Befehlshaber über unsere Söldnereinheiten in der Region zu ernennen. Er hat bereits Tatzok, seinen Bediensteten, in den Schafzahnwald gesandt, da die dort stationierten Kräfte befehligt. In Baldur's Tor gehen die Dinge geschwind voran. Wir haben unseren besten Agenten in die Reihen der Gemeinschaft der Sieben Sonnen eingeschleust. Rielta, Flammenleite 1367. Also das erste ist von 1365, 67 und 68. Und welches Jahr haben wir jetzt? Steht das zufällig irgendwo? Nein, das steht leider nicht mehr. Ah, doch. Wir haben 68. Flammenleite. Und das hier ist Tarsak. Wenn ich jetzt die Monate kennen würde. Für euch tue ich aber natürlich, Schätzchen.
Oh, Unsichtbares entdecken. Hat geklappt zu lernen. Hm, der hat sogar ein eigenes Bad hier. Jede Menge Gold. Oh, ist das hier ein... Ja, Trank der Meisterliebeskunst. Feuerodem und Explosionstrank.